Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 1. Und wir schauen uns heute gemeinsam eine Mod an, welche 90 neue Bäume in das Spiel bringt. Und zwar sind das Bäume, die von Planet Zoo in Jurassic World Evolution 1 kopiert wurden. Für ganz, ganz viele verschiedene Biome, unter anderem zum Beispiel hier auch schon Wüstenbiomen, da seht ihr schon Kakteen oder diese, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, aber das sind ja auch solche Wüstenpflanzen. Die gibt es übrigens auch ziemlich ähnlich, so wie sie da stehen, in Jurassic World Evolution 2. Aber das sind wirklich 90 Bäume. Das ist richtig krass und die sehen alle richtig gut aus. Und die werde ich mir auch gleich mit euch gemeinsam mal angucken, alle. Die kommen übrigens immer in einem Dreierpack. Das heißt, wenn wir hier Kakteen haben, dann haben wir davon immer 3 Stück in verschiedenen Formen und Größen. Was ich auch mal ganz gut finde, weil dann kann man natürlich auch immer ein bisschen variieren mit diesen. Das sind halt original die aus Planet Zoo vom Model her, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das sieht echt cool aus. Falls ihr euch fragt, warum mein Spiel so viel schärfer aussieht, wie es normalerweise aussieht, liegt daran, dass ich noch einen Shader drüber gelegt habe. Zeige ich euch auch am Ende des Videos nochmal, wie das Ganze dann ohne Shader aussehen würde. Ja, Kakteen, mega nice. Also da kann man dann wirklich eine tolle Wüstenlandschaft mitgestalten. Daneben haben wir dann diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind aber auch solche Wüstenbäume, das sind so Standardbäume, die man schon sehr oft zum Beispiel in Red Dead Redemption gesehen hat oder natürlich auch von Planet Zoo kennt. Sieht auch mega nice aus und auch die Details sind richtig cool. Guckt euch das mal an. Also das wirklich jedes Blatt richtig hochauflösend. Das sieht echt mega gut aus. Nicht schlecht. Was ein bisschen schade ist, dass dieses Gras hier unten so ein bisschen mit entsteht. Also ich glaube, ohne das Gras wäre es noch ein bisschen cooler gewesen, weil dann hätte man da noch mehr ja, selber bauen können, weil das Gras kann man ja auch quasi so ein bisschen selber platzieren mit den Büschen und es gibt ja auch mittlerweile platzierbares Gras bei Mods. Aber ansonsten finde ich das halt mega, ne? Also es ist richtig krass und das geht natürlich so weiter. Es sind, wie gesagt, 90 Stück. Hier haben wir direkt die nächsten Wüstenpflanzen. Sehen auch richtig cool aus in 3 verschiedenen Größen. Dann haben wir hier so ein paar Palmen. Ich bin wirklich beeindruckt. Das ist die beste Dekorations- oder Bäume-Mod, die wir jemals bekommen haben, weil die Auswahl einfach gigantisch ist und die Models alle perfekt aussehen. Es ist einfach cool. Mega gute Idee, das einfach von Planet Zoo rüber zu kopieren. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hierzu alles sagen soll. Es sind halt ganz viele verschiedene Palmen, die aber echt alle richtig toll aussehen. Dann haben wir hier das nächste nochmal. Das ist, glaube ich, so ein. Sind, glaube ich, auch so Palmen, ne? Eine bestimmte Palmenart. Gibt es die nicht auch in Jurassic World Evolution 2? Ich meine, die habe ich da auch schon mal auf Screenshots gesehen. Genau diese. Das ist so unfassbar cool. Ich kann es gar nicht abwarten, unser neues Parkbauprojekt zu starten mit diesen neuen Deko-Elementen. Diese kleinen kann man jetzt auch endlich platzieren. Die waren ja immer nur so ein bisschen zufällig. Ja, hier so am Rand und sowas. Wenn man Glück hatte, hat man die dann auch mal bekommen, so in der Art ungefähr. Und jetzt kann man die halt wirklich individuell platzieren und selber, was ja richtig, richtig cool ist. Hier kommt dann auch nochmal so Bambus. Das ist dann wahrscheinlich eher so Dschungelbiom, würde ich jetzt sagen. Dann haben wir hier diese, beziehungsweise Sumpf ist das auch so ein bisschen, ne? Dschungelsumpf. Genau wie diese Pflanzen, die platziert man, glaube ich, immer in der Nähe von Wasser so häufig. Habe ich zumindest immer bei Planet Zoo so gemacht. Also die Baumnamen kann ich euch jetzt so nicht nennen, aber das ist ja auch nicht so wichtig, denke ich. Das sind auch nochmal riesige Bäume, auch in 3 verschiedenen Formen und Größen. Und dann haben wir hier direkt die nächsten Bäume, sehen auch super interessant aus. Man sieht halt jedes Blatt, also diese Models sind einfach perfekt eingefügt worden. Das ist unfassbar cool. Und ich finde auch die Variation hier richtig gut, guckt euch das mal an. Wie unterschiedlich die aussehen. Von der Form nehmen wir die nächsten. Oh, ich wollte mal ganz nah ranzoomen, damit man das mal sieht. Also die sind wirklich gar nicht pixelig, wenn man da rangeht. Super hochauflösend, die ganzen Models. Die nächsten Laubbäume. Ey, ich bin so beeindruckt, das glaubt ihr gar nicht. Als ich das vorhin gesehen habe, dass diese Mod rausgekommen ist, die wird nochmal so viel verändern. Also die wird Jurassic World Evolution 2, nee, 1, nochmal viel, viel spannender machen. Bis zur Überbrückung dann von Jurassic World Evolution 2.
werden wir noch einiges bauen können an Parks und Projekten. Oh, wie groß die sind. Holy moly. Nehmen wir dann auch nochmal so Tannen. Die erinnern tatsächlich schon so ein bisschen an diese Tiger, die man aus JWE2 kennt. Und diese Bäume, die habe ich auch immer gerne verwendet, weil die echt hübsch sind. Auch coole Bäume. Und auch eher so nordisch, würde ich jetzt sagen. Kann man dann auch gut in der Taiga verwenden. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich würde es optisch halt so machen. Die sind auch sehr cool. Die kenne ich, glaube ich, gar nicht aus Planet Zoo. Sind die neu? Also diese rötliche Rinde und dann das grüne Laub da dran. Also kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich die in Planet Zoo jemals verwendet habe. Ah, natürlich hier diese herbstlichen Bäume. Perfekt wieder für eine Taiga-Landschaft, also mit Schnee. Genau wie diese hier natürlich. Und die nächsten auch. Also da gibt es einiges. Hier auch nochmal kleinere. Dann haben wir auch noch hier die Affenbrotbaum, hießen die, glaube ich. Oder hießen die so? Ich glaube schon. Sind diese afrikanischen Bäume. Auch sehr, sehr interessant. Aber die sind, glaube ich, wieder ein bisschen schwieriger unterzubringen, vernünftig. Das fand ich immer schon bei Planet Zoo schwierig, die zum Bauen zu benutzen, dass es cool aussieht. Und dann haben wir hier nochmal so vertrocknete. Auch in drei verschiedenen Formen und Größen. Ist auch mega nice. Und wir haben sogar nochmal hier so ein paar Blumen. Ich hoffe, die kann man gut erkennen. Kann ich auch mal eben ein bisschen näher ranzoomen, so für euch. Seht ihr das mal besser. Sind auch super hochauflösend. Kann man dann so am Rand benutzen an seinen Parks. Gibt es dann auch so länglich, dass man die an Wegen und so entlang bauen kann. Sehr cool. Und wir haben sogar Seerosen. Verschiedene Arten. Die sind dann auch perfekt von der Höhe so, dass die genau richtig im Wasser platziert sind. Auf verschiedene Größen. Hier gibt es nochmal eine andere Farbe, so ein bisschen. Andere Form von den Blättern. Das ist schon cool, ne? Und hier diese Riesendinger gibt es auch noch. Hier sieht man wieder, wie cool die Textur einfach ist. Ich kann gar nicht genug schwärmen. Wenn wir jetzt noch mehr Felsen und sowas bekommen, auch in so einer großen Variation, dann brauchen wir bald kein Jurassic World Evolution 2 mehr. Dann sind die Baumöglichkeiten einfach insane. Ah, das ist heftig, ne? Das ist einfach heftig. Ich zoome nochmal raus für euch. Dann seht ihr mal diese gewaltige Masse. Das sind 90 neue Bäume und Pflanzen. Einfach nur heftig. Achso, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe einen Filter installiert. Und zwar mache ich das immer mit, ja, ihr müsst es jetzt auch sehen, mit Nvidia Ansel heißt das Programm. Kann ich mal unten für euch in der Videobeschreibung verlinken. Da kann man halt wirklich hier selber Filter und sowas hinzufügen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Farbe, das ist nämlich ein ganz gutes Beispiel. Da kann man dann hier alles selber einstellen, wie das Spiel aussieht. Und da spiele ich dann immer so ein bisschen mit rum. Also ihr seht schon, da hat man wirklich viele Möglichkeiten. Da kann man richtig viel rumspielen und alles so einstellen, wie man es gerne hätte, damit das Spiel ein bisschen schärfer wirkt. Oder die Farben so ein bisschen anpassen, wie es dann zum jeweiligen Projekt passt. Ist richtig cool, kann ich auch nur empfehlen. Ich lösche das jetzt nochmal raus. Zeige euch das Ganze jetzt mal, wie es ohne aussieht. Nämlich so. Ist schon ein gewaltiger Unterschied, ne? Wirkt viel, viel trister. Und wenn ich jetzt diesen Filter wieder anmache, ist es einfach klarer und schärfer, das Spiel. Also ich kann das Spiel, glaube ich, mittlerweile nicht mehr ohne spielen. Ich habe mich da so ein bisschen dran gewöhnt. Und ich finde, es sieht halt wesentlich besser aus und auch wie ein ganz anderes Spiel. Also schaut euch das gerne mal an. Ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Das Ganze funktioniert allerdings nur bei Nvidia-Grafikkarten. Und nicht wundern, warum jetzt hier auf einmal alles eingeschneit ist. Ich habe nochmal schnell eine andere Mod installiert, nämlich die Schneeterrain-Mod. Und damit will ich jetzt mal ein bisschen die neue Mod ausprobieren mit euch gemeinsam. So sieht das übrigens im Menü aus. Also ihr habt dann wirklich eine ewig lange Liste an Objekten. Ihr könnt die aber alle einzeln platzieren, wollte ich sagen. Installieren natürlich. Es ist dann immer im Dreierpack. Also die sind immer in so einem Dreierpack abgespeichert. Und da macht es wahrscheinlich Sinn, wenn ihr zum Beispiel so einen Schneepark baut, dass ihr euch nur die Sachen reinpackt, die ihr dann auch in dem Schneepark verwendet. Ansonsten müsst ihr immer die ganze Zeit hin und her scrollen. Aber dann kann man natürlich gut solche Bäume zum Beispiel benutzen. Dann hier so ein bisschen gestalten.
Da kann man sich richtig austoben, denke ich mal. Den hier noch damit rein. Dann noch ein paar Büsche dazu. Da kann man natürlich dann auch noch kombinieren mit anderen Mods. Weil da gibt es ja auch noch andere sehr coole Mods, damit man das schick machen kann. Gerade so mit kleinen Felsen und sowas noch. Habe ich natürlich jetzt alles nicht installiert. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal eben hier mal ein bisschen austoben. Das sieht halt jetzt schon komplett anders aus. Das ist ja insane. Boah, ich liebe es. Man könnte halt jetzt schon wieder alles Wüstenparks bauen, neue Schneeparks und. Und da kann man sich wirklich richtig austoben. Ich werde jetzt einfach ein bisschen auf die Schnelle drauf losbauen, weil das findet ihr, glaube ich, auch mal ganz interessant, wenn man die Mods dann auch mal ein bisschen in Action sieht. Weil die funktionieren wirklich 1A, die ganzen Mods. Es geht halt jetzt wirklich schon in so eine Richtung von JW2, muss man irgendwo sagen, wenn man so viele neue Dekobäume bekommt. Boah, ich finde das mega. Das ist richtig cool. Dann nehmen wir mal noch so ein paar andere Bäume. Auch meinetwegen in der Farbe. Dann nochmal so einen dazu, hier hinter oder sowas. Dann müsste man wahrscheinlich auch noch so ein paar Tannen und so nehmen, ne? Könnte, glaube ich, auch gut aussehen. Die sind, glaube ich, auch cool. Ich finde das halt auch mega gut, dass die dann auch in verschiedenen Größen und Farben und... Größen und Formen sind, wollte ich sagen. Bauen und reden, immer schwierig. Aber ich denke mal, man sieht jetzt schon ganz gut, in was für eine Richtung das geht. Ich kenne noch so richtige Tannen hier, solche. Die passen dann nämlich, glaube ich, auch sehr gut rein. Bevor vielleicht noch eine machen. Dann hier hinter noch. Ich glaube, man sieht das schon, ne? Also man kann hier wirklich die Landschaft gestalten ohne Ende. Dann macht man hier meinetwegen noch ein Fieder hin. Und dann hat man hier schon so ein schickes Gehege geschaffen in kürzester Zeit. Welches mal komplett anders aussieht. Das ist ja auch nur der Anfang, ne? Das ist jetzt zum Beispiel nur das Schneebeispiel. Da kann man sich dann ja echt in Sümpfen noch austoben oder... Also eine Schneelandschaft, eine Wüstenlandschaft und. Also da kann man wirklich viel mitmachen und ich finde es einfach wirklich mega. Das sieht echt cool aus. Also eingeschneite Bäume wären auch noch cool gewesen. Vielleicht kommt das ja auch noch. Und weil es so schön ist, habe ich jetzt hier nochmal eine andere Terrain-Mod installiert. Das ist die Realistic Savanna Terrain-Mod. Werde ich auch alles unten für euch verlinken. Da können wir uns jetzt auch nochmal kurz ein bisschen austoben, würde ich sagen. Also ich werde jetzt hier auch nicht mega krass was Besonderes bauen oder sowas. Nur damit ihr das auch mal ein bisschen im Einsatz seht. Und seht, wie viel mittlerweile möglich ist mit Mods. Übrigens, liebe Konsolenspieler, ihr tut mir wirklich leid, dass ihr keine Mods benutzen könnt. Das ist echt sehr schade. Man müsst ja halt die Videos schauen, geht leider nicht anders. Weil man muss echt sagen, ohne Mods wäre Jurassic World Evolution 1 schon ausgestorben. Aber ihr seht ja, was Mods möglich machen, ne? Es kommen immer wieder neue Mods raus und die machen es immer wieder zu einem komplett anderen Spielerlebnis. Allein das sieht schon ja richtig gut aus. Jetzt kommen noch diese ganzen Bäume dazu, mit denen man dann sich kreativ austoben kann. Allein schon, dass man jetzt diese kleinen Palmen und sowas selber platzieren kann, finde ich richtig gut. So, was haben wir denn hier noch? Was würde denn passen? Oh. Ich tobe mich einfach mal so ein bisschen da aus. Ist ja auch egal. Ich platziere jetzt hier einfach ein paar Bäume drauf los. Und dann seht ihr das wirklich, dass es einfach komplett anders aussieht. Es ist einfach ein anderes Spiel mit Mods. Und gerade durch diese neuen Bäume werde ich wieder so viel coole Sachen bauen können. Falls ihr die nicht verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich würde sagen, das war jetzt auch eine kurze Vorstellung von dieser unfassbar coolen Mod, welche natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.